Wie viel hat uns die Sache in Dubai gekostet? Sie kannten das Risiko. Wie viele Aktiva haben wir verloren? Alle bis auf drei. Egal. Aber wir konnten den Großteil der Lieferung retten. Die Mission war ein Erfolg. Ihre Vorstellung von einem Erfolg ist ziemlich großzügig. Dennoch könnte dieses ganze Chaos bei dem Anschlag gut für uns sein. Interpol wird wochenlang verwirrt sein. Und die Leute werden durch unsere ständige Führung auf unsere Seite gezogen. Das Projekt ist nun mal langfristig geplant. Das war auch nie anders. Meinen Sie? Muss ich Sie daran erinnern, wie weit wir vom Kurs abgekommen sind? Der Opti-Zwischenfall hat die Gesellschaft gespalten. Die Lage ist schlimmer als geplant. Und sie wird jeden Tag instabiler. Das ist nicht hinnehmbar. Für den Erfolg unserer Vision müssen störende Elemente beseitigt werden. Es wird Ihnen niemand widersprechen. Lassen Sie mich nach New York fliegen, dann analysiere ich die Lage persönlich. Vielleicht haben wir schon genügend Stimmen für das Humanrestitutionsgesetz. Also schön. Stanton, Sie begleiten ihn. Alle Gegner müssen durch finanziellen und politischen Druck mundtot gemacht werden. Los! Elizabeth, ich melde mich später. Das funktioniert nicht, Lucius. Trotz Dauts Geld. Rand wird in New York schwache, inkompetente Männer finden. Und da Nathaniel Brown nach wie vor einer Unbekannte ist... Natürlich. Deshalb verfolgen wir auch weiterhin unsere Alternativstrategie. Sie haben bisher viel beansprucht, Paige. Jetzt haben Sie die Chance zu liefern. Alles ist vorbereitet. Wir können dann jederzeit loslegen. Wie sicher ist Ihre Kommunikation, Bob? Janus hat seine Augen anscheinend überall. Er und sein Juggernaut-Kollektiv... Janus wird kein Problem sein. Dafür habe ich gesorgt. Dubai war das Fundament. Jetzt brauchen wir Aufmerksamkeit. Paige, aktivieren Sie die Schläferzelle. Konečná stanice Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. Miller, hier ist Jensen. Ich steige gerade aus dem Zug. Verstanden. Wir besprechen alles hier. Kommen Sie direkt ins Büro? Wenn es keine Probleme an einem Kontrollpunkt gibt. Ihre Papiere müssten in Ordnung sein. Senken Sie einfach den Kopf. Miller out. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Ma'am? Echt jetzt? Ich hätte auch Schätzchen sagen können. Hast du meine Nachricht über Dubai gekriegt? Ich bin froh, dass du okay bist, Adam. Das klang ja ziemlich übel, Mann. Jedenfalls hatte ich nicht damit gerechnet. Idee, wer das war? Deine Taskforce kriegt bestimmt was raus. Und zwar nicht dasselbe wie das, was das Juggernaut-Kollektiv rauskriegt. Schon irgendwie komisch, oder? Dass Interpol ausgerechnet dein Team, das Prag-Team, nach Dubai schickt? Miller sagte, alle wären unterwegs. Infos gab es in letzter Minute. Wir waren das einzig verfügbare Team. Naja, es war eine Lüge.
Willkommen zurück, Optis. Wir sollten hier weg. Das Kollektiv überwacht sämtliche Abteilungen der Taskforce, seit wir dich in eine davon eingeschleust haben. Es gibt ein Team in Oman, das viel schneller vor Ort gewesen wäre. Also warum dann wir? Keine Ahnung. Wenn die Illuminaten hinter der Taskforce stehen, wie wir alle vermuten, ergibt der Überfall keinen Sinn. Moment. Es sei denn, wir sollten etwas Bestimmtes sehen. Offiziell meine ich. Aufbewahrt! Si prepari papiri. Si prepari papiri da inspektion. Ach, keine Sorge. Ich denke nicht dran, Alex. Nezastavuj se. In den letzten Tagen ist es hier noch schlimmer geworden. Alle haben Todesangst, dass verängstigte Optis wie wir sie erneut angreifen. Irgendjemand wird angreifen. Behandle Menschen lange genug wie Tiere, dann verhalten sie sich auch so. Du sagst das, als könnten wir nichts dagegen tun. Ich hab's vor 2 Jahren versucht. Hat nicht geklappt. Und? Sollen wir einfach aufgeben? Hass und Vorurteilen das Feld überlassen? Niemals, vergiss es. Ich sage nur, dass ich den Feind sehen muss, Alex. Die Männer, die alles verursacht haben, die wahren Powerbroker. Die muss ich aufhalten. Ich dachte, du wüsstest das. Ich, das Juggernaut-Kollektiv, wir versuchen genau das. Aber das heißt nicht, dass wir blind... Dann hilf mir, sie zu finden. Passen Sie auf sich auf, Techno. Ich weiß nicht, dass Sie das tun. Es handelt sich selbst zuzuschreiben. Machen Sie das nicht an. Machen Sie es nicht schwerer, als es sein. Ich hasse diese Stadt. Komm jetzt. Wenn du mit Dubai recht hast und die Illuminaten dein Team als Zeugen brauchen, müssen wir den Grund dafür rausfinden. Wer hat den Einsatzbefehl erteilt? Miller. Aber es kam wahrscheinlich von jemandem weiter oben. Er kann trotzdem eingeweiht sein. Schon mal vom NSN gehört? Dem neuralen Subnetz. Die Direktoren von TF-29 planen damit Operationen und kommunizieren privat im Cyberspace. Was ist das? Flüsterchip. Ein Abhörgerät, das Janus speziell für das Motherboard des NSN entworfen hat. Ah, der unfassbare Janus, Anführer der Hacktivisten. Ob ich den jemals treffen werde? Eines Tages vielleicht. Jetzt musst du dich auf Miller konzentrieren und dir Zugriff auf das NSN-Motherboard. Oje, oje, oje. Alex, alles okay? Ja. Ja. Nichts wie raus hier. Hörst du das? Ich brauche Hilfe! Ich sehe mir das mal an. Okay, sei vorsichtig. Wir reden später. Zur Seite, ich helfe dir.
Hat einen. Alex, hier ist Adam. Hey, du klingst beschissen. Wie geht's dir? Angeschlagen, aber wird schon. Bist du okay? Ja, ich bin okay. Hab schon Schlimmeres erlebt. Mann, die Sache ist echt krass, was? Alex, meine Systeme spielen ein wenig verrückt. Ich muss sie nachsehen lassen. Aber wenn du einen treffen willst... Was? Nein, mir geht's gut. Erledige dein Zeug. Ich bin hart im Nehmen. Ruf an, wenn du wieder einsatzfähig bist, okay? Okay, mach ich. Also dann, bis bald. Somit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. So, anscheinend müssen wir unsere Systeme nachschauen lassen. Die scheinen nicht mehr so ganz zu funktionieren. So, Verkaufsobjekt, hydraulische Mikropumpe. Ja, dann nehmen wir mal mit. Was gibt's hier noch? Zubehörteile. Verkaufsobjekt, Stammprozessorchip. Vorhänge auf. Guten Morgen, Adam. Wir haben eine neue Nachricht. Von wem? David Sarin. Abspielen. Adam, hier ist David. Ich weiß, es ist eine Weile her, aber nach dem Vorfall in Prag gestern. Hören Sie mal zu. Warum auch immer Sie mich in den letzten 2 Jahren gemieden haben. Das Leben ist zu kurz. Ich reise bald nach London. Rufen Sie mich an. Wurde die Wettcall-Nummer gespeichert? Ja, Adam. Aktivieren Sie einfach den Fernseher. Ja, was ich mich die ganze Zeit noch frage... Bei der ersten Mission. Ja, im Moment. Wenn wir ein bisschen schneller gewesen wären, ob man den Hubschrauber hätte können aufhalten. Wenn einer das Spiel schon gespielt hat, könnte er das vielleicht mal argumentieren. Wenn nicht, werde ich es, wenn das Ganze rum ist, doch mal in Tour testen, ob es möglich ist. Adam, danke für den Rückruf, mein Sohn. Sarath. Ich habe von dem Anschlag in Prag gehört, ist in allen Nachrichten. Wurde jemand verletzt, den Sie kennen? Sie kennen mich, ich bin ein Einzelgänger. Erstaunlich, dass Sie wissen, dass ich hier bin. Interpol hat mich angerufen, als Sie sich für den Job beworben haben, im Rahmen Ihrer Überprüfung. Ich habe Sie nachdrücklich empfohlen. Danke. Was wollen Sie? Was ich will? Tja, Adam, ich weiß, ich habe fragwürdige Dinge getan, aber in den letzten 2 Jahren ist viel passiert. Bei uns beiden. Das stimmt. Ich bin froh, dass Sie aus Panchaya herausgekommen sind. Danke. Es war nicht einfach, wie Sie sicher wissen. Ich war fast tot, als die Rettungsteams mich aus den Trümmern zogen. Und während die Ärzte mich zusammenflickten, zerbrach meine Firma. Ich konnte vom Krankenhaus aus nichts dagegen tun. Ich habe gehört, Taeyong Medical hat alles aufgekauft. Nach dem Zwischenfall konnte das sonst niemand. Unsere Patente, unsere Tech, alles. Naja, manchmal muss ein Traum sterben, damit ein anderer aus der Asche auferstehen kann. Haben Sie was von Megan gehört? Nach allem, was wir durchgemacht hatten, dachte ich, sie bleibt bei mir. Aber sie wollte ja immer ganz vorne sein.
Sie hat in Detroit keine Zukunft für sich gesehen, also ging sie zu Versalife. Sie ist nach Hongkong gezogen? San Francisco. Sie haben dort eine Offshore-Anlage. Rockasecca Beach kommt häufiger in den Nachrichten. Kalifornien also. Ob sie das ihrer Mutter erzählt hat? Mein Sohn, ich kann Ihnen nur raten, sie zu vergessen. Denn sie hat uns mit Sicherheit vergessen. Haben Sie mal mit Pritchard geredet? Frank? Ich glaube, der hat sich von uns allen am wenigsten verändert. Er würde wahrscheinlich sagen, dass er sich nicht ändern musste. Mit Sicherheit. Aber wenn die Welt sich so verändert wie unsere, bleiben alle auf der Strecke, die sich nicht anpassen. Frank ist jetzt selbstständig, macht aber immer noch Computersicherheit in Detroit. Keine Ahnung, ob sich das je ändert. In Ihrer Nachricht hieß es, Sie reisen nach London. Urlaub oder geht es um den neuen Traum? Ich treffe mich mit der Santo Group, mit Nathaniel Brown und seinen Investoren. Santo? Die haben den Utulek-Komplex gebaut, das Opti-Ghetto hier in Prag. Warum treffen Sie die? Brown hat große Pläne. Er will echte Lösungen, die zukunftsweisend sind. Haben Sie von der Safe Harbor-Initiative gehört? Ich habe von Rabia gehört, der Stadt hinter Mauern, die er und seine Firma für Optis in der Wüste bauen. Rabia ist nur ein Teil davon. Wir reden von autarken, energieeffizienten Archäologien, die überall auf der Erde errichtet werden können. Städte von Augmentierten für Augmentierte. Wo der Traum von der eigenkontrollierten menschlichen Evolution weiterlebt. Es mag im Moment nicht so aussehen, aber eines Tages werden die Menschen den Zwischenfall hinter sich lassen. Und dann werden wir dafür bereit sein. Unser erneuter Kontakt freut mich, Adam. Ich habe mich immer um Sie gesorgt und der Anschlag gestern... Sie haben nicht wegen des Anschlags angerufen. Fragen Sie einfach. Es ist nicht wichtig, wirklich. Ich brauche nur eine Unterschrift für die Konkursunterlagen. Sie brauchen meine Unterschrift? Es gab eine bürokratische Verwechslung, weil Sie ein Jahr lang für tot erklärt worden waren. Das Apartment in Detroit lief auf Ihren Namen, obwohl wir es bezahlten. Okay, schicken Sie mir die Unterlagen. Danke, Adam. Ich weiß es zu schätzen, wirklich. Auf Wiedersehen, Seraf. Ja, ja. Komischer Codes. Freut mich, endlich von Ihnen zu hören, Agent. Alles okay? Tut mir leid. Ich komme ins Büro, sobald ich kann. Aber meine Augs haben was abbekommen. Ich muss sie nachsehen lassen. Natürlich, wir haben viel Arbeit vor uns, Jensen. Wir sehen uns, sobald Sie da sind. Dr. Koller, ich muss Sie besuchen. Jensen, mein Lieblingstechno-Wunderkind. Klar, Mann. Wie wär's morgen gegen... oder lieber jetzt gleich? Jetzt würde es mir passen. Stimmt was nicht? Nichts Schlimmes. Nehmen Sie die U-Bahn. Irgendeine. Schnell. Die Vordertür ist keine friedliche Option, schon klar. Wunsch, oder was? Ich habe nichts. Das werden wir gleich sehen. Ich hätte ihn schon geschlossen, Ujo Bock.
Privatveranstaltung. Vergiss deine Legitimationskarte nicht. Ohne eine von denen möchte ich nicht erwischt werden. Scheiße, uns schlagen wir uns. Sie widern mich an. Lassen Sie mich in Frieden. Oh, ist doch schon gut. Du hast hier nichts verloren, Metallmann. Wer sagt das? Ich hab was gehört. Oh, ich hab aber nix. Okay, das war wohl ein Satz mit X. Hören, Agent, alles okay? Tut mir leid. Ich komme ins Büro, sobald ich kann. Aber meine Augs haben was abbekommen. Ich muss sie nachsehen lassen. Natürlich, wir haben viel Arbeit vor uns, Jensen. Wir sehen uns, sobald sie da sind. Dr. Koller, ich muss Sie besuchen. Jensen, mein Lieblingstechno-Wunderkind. Klar, Mann. Wie wär's morgen gegen... oder lieber jetzt gleich? Jetzt würde es mir passen. Stimmt was nicht? Nichts Schlimmes. Nehmen Sie die U-Bahn. Irgendeine. Schnell. Die Vordertür ist keine friedliche Option, schon klar. Haben Sie nichts zu befürchten. Hände hinter den Kopf. Ja, ich durchsuche Sie jetzt. Keine Bewegung. Hier bei den Kameraden kommen wir nicht durch. Okay, Hände hinter den Rücken. Wie alle anderen. Ich habe nichts getan, außer mich aufzunehmen. Spüren Sie das? Hört sich eigentlich unter Kühlung an. Ich sagte, Ihre Papiere sind abgelaufen. Das ist doch... Papiere, prosim. Das wird langsam echt lästig. Chvilku strpení, prosím. Skenuju. Co pak tady máme? OK. Žádný problémy? Tak jo, Augu. Můžeš jít dál. Jo, ja, to jsme ale zantro zároveň. Připravený průkaz dostočnosti. Zeigt aber trotzdem da oben hin. Hallo, Sir. Ja, hallo. Und eine Verletzung unserer Rechten. Scheint man sich echt irgendwie an den vorbei. Wann wird das Viertel hier endlich gentrifiziert? Geschlossen, Ujo Bock. Privatveranstaltung. Geh weiter. Geht aber, ne?
Schlüssel. Ruhig. Verschwinde. Ist besser. Einige Gegner, meine Freunde. Was der Boss verlangt. Thank you.
jetzt nicht so gedacht. Luftjagen und gut ist. Hey, vielleicht ist da was. Jensen, Gott sei Dank! Ich bin unten im Kerker, Mann! Erinnern Sie sich an den Titel meines supergeheimen Buchs? Ich erinnere mich, dass es rot war. Passwort eingeben muss. Da kommen wir jetzt natürlich ein Stückchen weiter. Mein Lieblings-Techno-Wunderkind! Tut mir leid wegen der Typen. Sie hatten hoffentlich nicht zu viel Ärger? Ich bin damit fertig geworden. Was wollen die? Haben sie ihr Schutzgeld nicht bezahlt? Ich glaube nicht, dass es um Geld geht. Es gibt ein kleines Missverständnis mit ihrem Boss Ota. Sie kennen diese Gangster ja. Genug, um zu wissen, dass es keine kleinen Missverständnisse gibt. Interne Valley-Politik. Ich krieg das schon hin. Ein Gespräch mit dem großen Boss. Sobald sich alles beruhigt hat. Am Tag nach der Bombe, Mann. Da kriegt man doch Angst, oder?
Ein Wunder, dass überhaupt jemand vor die Tür geht. Manchmal hat man eben keine Wahl. Meine Systeme haben was abgekriegt. Ich hatte gehofft, sie kriegen das wieder hin. Sie haben was abgekriegt? Oh, Scheiße. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Sie müssen auf den Stuhl. Auf den Stuhl. Ich wollte mir Ihre Seraph Aux schon immer mal näher ansehen. Aus der Nähe. Also, ich schnalle sie an, drehe das Gas auf und... Naja, dann schlüpfe ich rein. Sehe mich mal um. Was genau werden Sie mit mir machen? Das weiß ich noch nicht. Erstmal muss ich rein und den Fehler finden. Aber keine Sorge. Ich mache nichts, was Sie nicht auch machen würden. Versprochen. Außerdem waren Sie schon hier und kennen mich als Profi. Sie haben mich aber noch nie betäubt. Ich habe Sie auch noch nie am Tag nach einer Bombe gesehen. Das war ein Riesenschock, Mann. Kaboom! Soll ich sie jetzt reparieren oder nicht? Moment mal, wie lange werde ich betäubt sein? Was ist, wenn die Dwellys Verstärkung schicken? Oh, sie schinden doch nur Zeit. Diese Analphabeten kommen hier nicht rein. Haben Sie keine Angst vor dem Stuhl, okay? Der Stuhl ist ganz harmlos. Das verspreche ich Ihnen. Das mit den Dwellys ist nichts. Ota ist ohne Grund angepisst. Ich verlasse mich auf Sie, Kalle. Irgendwie sind Ihre Probleme auch meine Probleme. Oh, das ist süß, Jensen. Ota Botcovelli ist die Nummer 2 bei den Dwellys. Die Männer da draußen gehören zu ihm. Aber der große Boss ist Radic Nikolatze. Er ist die Nummer 1. Und ich kenne Radic, also kein Grund zur Sorge. Also, fangen wir jetzt an, oder was? Okay, bringen wir es einfach hinter uns. Ganz ruhig, Jensen. Stellen Sie lieber keine Fragen. Das Ganze ist eine Kunst, Jensen. Es wird alles wieder gut. Sie merken nicht mal, dass ich drin bin. Sie fühlen sich schwerelos, weit entfernt, als wären sie jemand anders. Aber Collar bringt sie zurück und stellt sie wieder her. Bevor sie es merken. Oh, Gott sei Dank. Ganz ruhig. Ich schwöre, ich wollte das nicht. Ihr Netzhaut ist weg, kommt gleich wieder. Können Sie sich bewegen? Was sagen Sie? Ich wollte ein paar Verbindungen herstellen. Aber Sie haben da ein paar abgefahrene Augs. Ich hätte wahrscheinlich nicht. Ich hole Ihnen ein Glas Wasser. Oder vielleicht was Stärkeres? Wasser. Kommt sofort jetzt. Nur bleiben Sie ruhig, okay? Nicht aus. Ein Neustart war die einzige Rettung. Rettung wovor, Kalle? Kernschmelze. Sie haben fast meinen Stuhl ruiniert. Also habe ich sie zurückgesetzt und was gefunden. Ich zeig's Ihnen lieber direkt. Rufen Sie Ihre Systemanzeige auf. Das müssen Sie selbst sehen. Das sind Ihre Implantate. Die kennen Sie alle, oder? Ja, David Seraph hat sie installiert. Hat 2 Jahre gedauert, sich an alles zu gewöhnen. Ja, also, ich musste einiges davon rückgängig machen. Was ist los, Kalle? Warum fühle ich mich so anders? Etwas hat versucht, Ihnen den Saft abzuziehen. Ich musste zur Diagnose einen Reboot machen. Aber Ihr Fabrikzustand ist alles andere als Standard. Das sehe ich da gerade. Experimentelle Testaugs, Mann. Versteckt in Ihrem Körper. Heißt das, ich habe mehr Implantate, als ich geglaubt habe? Mehr als Ihr Körper verarbeiten kann. Cool, was? Weiß ich noch nicht. Ich will Ihnen zeigen, was passiert, wenn Sie eins dieser Babys aktivieren.
eine Spitze in ihrem Energieverbrauch. Wo zum Teufel kommen diese Dinger her? Kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Explosion sie aufgeweckt hat. Jedenfalls müssen sie diese irre Scheiße auch benutzen. Das ist ihr Recht. Wir müssen nur dafür sorgen, dass sie dabei nicht verbrutzeln. Ich habe da eine Idee. Schalten Sie mal eins der anderen Implantate aus. Nur so zum Spaß. Na los, Jensen! Schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen. Na los, Jensen! Schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen! Ja, geh mir doch mal nicht auf die Piep, ey. Ohne Witz. Mal locker. Na los, Jensen! Schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen! Na los, Jensen! Schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen! Glasschildtarnung, ne, die brauchen wir auch. Brauchen wir die? Na los, Jensen! Schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen! Na los, Jensen! Schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen! Aha! Sofortige Abkühlung! Sie können Ihr System im Gleichgewicht halten, wenn Sie wollen. Aktivieren Sie einfach nicht alles auf einmal. Was würde dann passieren? Es gäbe größere Ausfälle durch Überhitzung. Vielleicht permanente Schäden. Ich schlage vor, Sie machen es einfach nicht. Okay, setzen Sie mich jetzt zurück, Koller. Ich reaktiviere selbst, was ich brauche. Okay. Ich werde nicht immer direkt zu Ihrer Verfügung stehen. Ich kann Ihnen nicht hinterherlaufen, um Sie zu warten und Ihr neurales Gefüge in Schuss zu halten. Was immer Sie von nun an tun, ist Ihre Entscheidung. Ich dachte, Sie sind mein persönlicher Aug-Experte. Ich bin ein Experte, was den chinesischen Schwarzmarkt angeht. Die Scheiße, die ich in Ihrem System gefunden habe, sieht aus, als käme sie direkt vom Mars. Ich bin sicher, dass sie nicht vom Mars kommt. Ich weiß nicht. Mir gefällt das nicht. Sie verdienen Antworten, die ich Ihnen nicht geben kann. Niemand in Prag kennt Ihr System besser als ich. Ich kann Ihnen helfen, das Beste aus Ihren neuen Augs zu machen. Aber Sie können mir nicht sagen, woher Sie stammen. Ich dachte, David Seraph hätte alle meine Augs installiert. Wenn ich welche habe, von denen ich nichts weiß, sollte ich mit ihm reden. Ich kenne Seraphs Arbeit. Diese neuen Augs, die sehen anders aus. Diese Neodymhülle. Und wer benutzt dafür dimorphe magnetoriologische Flüssigkeiten? Im Ernst, wenn Sie mit Seraph reden, fragen Sie ihn das. Sehr ungewöhnlich, aber auch verdammt cool. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Ein Aug-System, das absichtlich so versteckt wird? Ich weiß nicht, Jensen. Also, ich habe schon von der Schwarzmarktbehandlung gehört. Umfallen in Prag, Aufwachen in Shanghai. Aber meistens mit weniger Augs, nicht mit mehr. Was genau unterscheidet diese Augs von meinen anderen? Sie sehen experimentell aus. Überall lose Drähte, Mann. Als wären sie zur Hälfte ungetestet, unfertig, unglaublich. Es ist wunderschön. Ja, das ist es. Warum sollte Seraph das Zeug in mir verstecken? Ich begreif's nicht. Ich bin nicht sicher, dass das Seraph war.
Die Tech ist erstklassig, aber die Padded-Isolierung ist schlampig, der Knochenrahmen auf die Schnelle montiert. Es fehlt der Serif-Touch. Sieht eher aus wie ein Umbau. Was Aktuelleres. Was denken Sie? Ich denke, ich hasse es, bewusstlos zu sein. Sie sagen, die Dinger sind aktueller. Wie aktuell? Innerhalb der letzten 2 Jahre. Ungefähr. Ist Ihnen in der Zeit was zugestoßen? Ich wurde aus dem Meer gefischt und zur Erholung in eine Anlage in Alaska gestellt. Das sind ein paar Monate. Also je mehr ich mich zu erinnern versuche, desto verschwommener wird alles. Scheiße, Jensen! Das ist erschreckend! Diese Aktion hat länger gedauert als erwartet. Sind wir fertig? Ja. Hier, nehmen Sie ein paar Praxiskits für den Notfall. Praxis löst jedes Problem und macht glücklich. Und vergessen Sie nicht, was ich über Ihre Energieverwaltung gesagt habe. Das wird ein Balanceakt. Nun, außer was, Collar? Man könnte das vielleicht optimieren, aber dafür brauche ich etwas von OTA, einen Neuroplastizitätskalibrator. Wenn es für mich einen Weg gibt, alles, was ich habe, ohne Kompromiss zu nutzen, dann will ich ihn wissen. Ich habe gehofft, dass Sie das sagen. Ich bestelle meine ganze Tech aus einem illegalen Katalog. Aber meine letzte Lieferung wurde abgefangen. Von Otar Botkovelli. Derselbe Otar, dessen Männer draußen Bücher gesucht haben? Ich zwinge Sie zu nichts. Sie müssen es selber wollen. Sie müssen ein augmentierter Gott werden wollen. Falls das für Sie interessant klingt, sollten Sie wissen, dass OTA im Sisti-Viertel ein illegales Casino betreibt. Der Eingang ist in einem kleinen Hof neben der Levani-Straße. Danke für die Info, Collar. Und danke für die Praxis. Was für ein komischer Vogel.